Was ist das? Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Shinobi-Prothese, der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal, ja, sind wir als Wolf wieder aufgewacht und wollten eigentlich unseren Herrn und Meister Kudo retten und aus Ashina herausbringen. Der wurde ja scheinbar gefangen genommen. Aber Genichiro Ashina, der Enkel tatsächlich von Ishin Ashina, welcher ja den Krieg gewonnen hatte, der hat Kudo entführt. Wir wissen nicht genau warum. Wir wissen auch nicht, was vorher passiert ist, wie wir überhaupt in die Lage gekommen sind, dass wir ja überhaupt in diesem Brunnen gelandet waren. Und wir wissen auch nicht, wie wir tatsächlich eigentlich überlebt haben. Wir haben aber einen neuen mechanischen Arm. Was es mit dem auf sich haben wird, werden wir mal später drauf kommen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, wer der Typ ist, der hier scheinbar einen Haufen Buddhas schnitzt. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Okay, dann fragen wir doch erstmal, wo wir sind und wie wir hierher gekommen sind. Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ja, was hat's denn mit dieser Blutlinie auf sich? Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Ja, wie wir auch ganz nebenbei sehen, der Typ hat auch nur noch einen Arm. Die Prothese gehörte scheinbar mal ihm, aber er hat sich jetzt wohl darauf spezialisiert, Buddhas zu schnitzen. Interessant auch, an dem Schrein dort scheint es irgendwie Blut zu sein. Naja, gut. Dann, ja, was hat's denn mit dieser Prothese auf sich? Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Nun gut, dann schauen wir mal, wo wir hier sind und wie wir am besten in die Ashina-Burg kommen. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt.
zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Nun gut, das schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, das hier scheint aber noch ein etwas besondererer, eine etwas besonderere Statue zu sein. Siehst du diesen gütig blickenden Buddha dort? Das ist keiner von meinen. Er wurde vom wahren Bildhauer geschaffen. Mhm. Wenn sich jemand dem stellt, was sich in seinem Innern befindet, kann er womöglich helfen. Sich dem stellt, was in ihm ist? Wut, Traurigkeit oder vielleicht uralte Erinnerungen, diese Art von Dingen. Okay, da schauen wir mal, was wir damit eventuell noch machen können. Jetzt sehen wir uns erstmal hier um. Ja, wir sind hier beim sogenannten maroden Tempel. Man sieht, warum es ein Tempel ist. Auf jeden Fall haben wir hier aber auch eine ganze Menge von diesen, ja, Papierzeichen drumherum. Die sind ja normalerweise in der japanischen Kultur eher dafür da, dass man irgendwie versucht, das Böse abzuhalten. Interessant, dass hier davon so viele sind. Ein Geldbeutel mit einer Handvoll Zen. Kann verwendet werden, um die Zen im Innern zu erlangen. Hat ein recht befriedigendes Gewicht. Die Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Ja, was es damit auf sich hat, dazu kommen wir dann noch. Was damit gemeint ist. Ja, wie gesagt, diese Fluchzeichen, das macht mir ehrlich gesagt keinen schönen... Oder gibt mir kein gutes Gefühl. Mehr Kügelchen, sehr schön. So, und hier haben wir auch eine Statue des wahren Bildhauers. Das sind quasi unsere Bonfire, bei denen können wir rasten, was dann wieder unsere, ja, unsere Kürbisflaschen auffüllt. Und ja, dann später können wir damit, oder können wir damit auch noch ein paar andere Sachen machen. Dafür sind die ganzen Gegner natürlich dann wieder da. So, schauen wir uns erstmal an, wer der Typ hier ist. Den hat uns ja der Bildhauer gemeldet. Hm. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht... Bitte, ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Nun gut, das können wir machen. Ganz ruhig, Kollege. Okay, der scheint nicht sonderlich stark zu sein. Tschüss. Oh, der steht einfach wieder auf, oder? Naja. Was war das denn? Wie ich dachte, ich lebe noch. Okay, das war eine seltsame Bitte, mein Freund. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es Untot, andere... Infiziert. Ich kann nicht sterben. Also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann... Könnte praktisch für euch sein, na? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Na gut, dann trainieren wir mal ein bisschen. Beziehungsweise wir reden erstmal ein bisschen. Der Grund, warum ich trainiere, ich meine, ich kenne natürlich die ganzen Sachen schon. Ich finde es ganz gut, dass sie so einen eingeführt haben, aber er hat tatsächlich auch ein bisschen mehr, weswegen wir tatsächlich auch mit ihm trainieren werden. Habt ihr es bemerkt? Dieser Tempel... Zieht diejenigen an, die nicht wissen, wohin. Auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Und das bleibt nicht folgenlos. Manchmal landen interessante Dinge im Gabenkasten. Okay, da gucken wir gleich mal rein. Dieser Tempel zieht diejenigen an. Okay, das hatten wir schon. Und das bleibt nicht voll. Manchmal. Da, das war nochmal das Gleiche. Dann trainieren wir doch mal. Angriffe, ja, das ist nicht schwer zu trainieren, aber okay. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, er zeigt uns jetzt im Prinzip, wenn die Gegner blocken, können wir halt auch ihre Haltungsleiste erhöhen. Kämpft erneut gegen mich. Und können dadurch sie im Endeffekt auch töten. Wir haben auch einen Stichangriff, wie ihr seht. Damit können wir tatsächlich den Block mancher Gegner durchbrechen. Nicht alle, aber mancher zumindest. Nochmal. Wobei er ja unendlich Leben zu haben scheint, weswegen ein Stich nichts bringt.
Hervorragend. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Ja. Das habe ich mir gedacht. So, was hast du denn sonst noch? Parieren? Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Ja, das hatten wir schon. Aber ich habe es ja schon erklärt, das Parieren. Ich werde es trotzdem nochmal zeigen. Zack. Oh, er hält sogar ein bisschen mehr aus. Tschüss. Nochmal. Ja, wir sehen da auch schon wieder die guten alten Nebelwände. Ja, die gibt es tatsächlich in Sekiro auch. Kämpft erneut gegen mich. Auch wenn die ehrlich gesagt natürlich keinen irgendwie Lore-Hintergrund mehr haben. Wobei man fairerweise sagen muss, das galt in Dark Souls ja auch. Das war ein guter Kampf. Die hatten ja einen Lore-Hintergrund, soweit ich weiß, in Demon's Souls, aber in den anderen Spielen eigentlich nicht mehr. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. So, und dann gibt's noch einen Ausweichschritt, den habe ich schon mal ganz kurz angewandt im Kampf gegen Genichiro, auch wenn es mir im Endeffekt nicht viel gebracht hat. Und ja, das ist im Endeffekt ein einfacher Ausweichschritt. Erneut gegen mich. Man muss dazu sagen, im Gegensatz zu Dark Souls ist der Ausweichschritt lange nicht mehr so stark. Ich glaube, jemand hat mal rausgefunden, dass es Iframes gibt auf dem Ausweichschritt. Aber ich glaube, das war's, ne? Aber die sind deutlich geringer. Ich habe weniger von euch erwartet. Die sind deutlich geringer als... Wir üben hier nur. Aber sollten wir vielleicht etwas versuchen, das mehr wie ein echter Kampf ist? Greift mich an, um mich zu töten. Besser könnt ihr euch nicht auf den Ernstfall vorbereiten. Das stimmt natürlich. Was ist los? Warum tut ihr das alles für mich? Zum einen, um die Zeit totzuschlagen. Und zum anderen, naja, ich würde gerne eure Sorgenfalten glätten. Genug geredet. Fangen wir an. Gut, dann fangen wir an. Achso, ich dachte, da kommt jetzt was. Können wir noch was trainieren? Nein. Nein, was ich sagen wollte, also wie gesagt, es gibt wohl Iframes auf dem Ausweichschritt und ich glaube sogar dem Sprung. Aber die sind deutlich geringer als noch in den Dark Souls-Teilen. Das heißt, man sollte sich nicht drauf verlassen. Na dann, freier Kampf. Lasst uns beginnen. Ja. Beginnen wir. So, im Endeffekt. Oh, der hält jetzt ganz schön viel aus. Habe ich den da? Ich dachte, das war ein Griff und ich dachte, ich habe es vergeigt, um ehrlich zu sein. Ja, er macht jetzt so ein bisschen random alles Mögliche. Nochmal. Oh, shit. Da hätte ich eigentlich... Also, ich meine, man hat es gesehen, man kann es parieren. Es ist nichts, was ich ausweichen muss, aber ich glaube, das ist besser auszuweichen. Das Parry-Timing da scheint ein bisschen schwierig zu sein. Ihr seht auch, wenn wir einen Todesstoß vollziehen, verringert sich... Oh. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Verringert sich unsere Haltungsleiste wieder. Sehr gut. Sonst noch was? Dieser Tempel. Okay, das ist das gleiche nochmal. Manchmal. Ich dachte, er würde noch was sagen, aber kommt vielleicht später. Hanbei, der Unsterbliche. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen, wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet. Ja, alles klar. Stehe ich euch zur Verfügung. Alles klar. Ja, diese Kiste hier, die Gabenkasten. Momentan leer. Da landen im Prinzip wichtige Items, sollte man die aus irgendeinem Grund verpassen oder verlieren oder irgendwie sowas, kann man die da theoretisch noch besorgen. Ah, guck mal. Und da steht jetzt auch tatsächlich jemand Neues beim Tempel. Ja, das ist die Frau, die uns den Zettel in den Brunnen geworfen hat in der letzten Folge. Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden. Die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser... Ich habe sie ursprünglich hergestellt. Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Ja, damit wissen wir auch, sie war die Schülerin von Dogen, da sie die Kürbisflasche hergestellt hat. Das haben wir ja erfahren. Dogen war einer der bekanntesten Ärzte, ja, dieser Zeit. Okay, hier die heilende Kürbisflasche. Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja, sie war für Kurosama gedacht. Aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber... Das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Kann man sie noch verbessern? Bringt mir Kürbissamen. Kürbissamen? Ja. Aus den Kürbissamen fließt Heilwasser.
kommen weitere Samen hinzu, erhöht sich die Menge an Heilwasser. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. In Ordnung. Das tun wir auf jeden Fall. So, wir haben noch keinen Kürbissamen, also können wir auch keinen geben. Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja, das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Das Drachenerbe. Weiß sie vielleicht mehr darüber? Also, ist es kein Geburtsmal? Dann weisen es jene auf, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Ja, das ist das gleiche nochmal, ne? Na gut, okay. Wiedersehen. Hast du irgendwas hier zu sagen zu unserem Besuch draußen? Du schon wieder. Oh, sorry. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Du hast doch so viele Buddhas geschnitzt schon. Ja, richtig. Dieser gütig blickende Buddha dort drüben, stell mit ihm nichts Komisches an. Hatte ich nicht vor, mein Freund. Warum sollte ich? Na gut, dann machen wir uns aber mal auf in Richtung Ashinaburg, denn wir wollen ja eigentlich Kudo befreien. Kudo-sama, unseren Herren. Die Brücke ist leider kaputt, aber durch unseren neuen linken Arm haben wir jetzt einen Greifhaken. Das heißt, wir haben jetzt deutlich mehr Möglichkeiten der Fortbewegung, was das Ganze schon deutlich, ja, einfacher macht. Vor allem, wenn man schleichen will. Das Ashina-Umland, das da wird dann wahrscheinlich die Festung sein. Bis dahin müssen wir kommen. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. So, hier haben wir eine weitere von diesen Bildhauerfiguren. Wir werden jetzt auch sehen, wir können von den Bildhauerfiguren reisen, theoretisch. Und ja, wir können theoretisch überall tatsächlich sogar hinreisen. So, hier gibt's. Wir holen uns natürlich die ganzen Items noch. Ungos Konfekt. Ein Konfekt aus dem Senpo-Tempel von Ungo gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. Die Senpo-Mönche verteilen dieses Konfekt in Ashina als Tribut an ihre Militärhelden. Ah, der Senpo-Tempel also. Die sind mit Ashina mehr oder minder verbündet. Ja, Ungo ist einer, ich weiß nicht der Götter, das ist ja jemand, der wirklich existiert hat. Aber dazu werden wir vielleicht später noch kommen. So, mein Freund. Du bist tot. So, ab jetzt lassen Gegner auch Zen fallen, Geld. Das können wir uns mitnehmen. Und schauen erstmal hier weitere Kügelchen. Ja, jetzt glaube ich, sieht man genau. Wir haben nur 3 Kügelchen, obwohl wir theoretisch deutlich mehr hatten. Weil wir nur maximal 3 Kügelchen gleichzeitig mitnehmen können. Ja, hier ist auch die Brücke kaputt. Überall sind die Brücken in Ashina kaputt. Das gefällt mir ja gar nicht. Es ist ein ungutes Zeichen, würde ich mal meinen. Flop. Ich liebe den Greifhaken. Das macht die Fortbewegung so viel besser. Der hat mich leider gesehen. Oh, jetzt sieht mich der da hinten leider. Und tschüss. Oder auch nicht. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, manchmal sind die Gegner ein... Oh, ein Keramiksplitter. Ja, das ist auch etwas, das stört ein bisschen. Ein Stück Keramik, das bei einem Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht. Wirf es auf Feinde, um sie abzulenken. Das Werfen und Zertrümmern dieser Stücke war unter den Kindern von Ashina sehr beliebt. Selbst als Erwachsene erinnern sie sich noch gern an die alten Spiele. Ja, manchmal, also ich muss sagen, manchmal ist die KI ein bisschen seltsam. Der hier blockt zum Beispiel sehr viel. Manchmal ist die KI echt ein bisschen seltsam. Da sehen sie einen relativ schlecht. Manchmal sehen sie einen super gut. Es ist teilweise nicht ganz... Oh, Tag auch. Es ist teilweise nicht ganz einfach, finde ich, das zu erkennen, wann die KI einmal perfekt sieht und wann nicht. Es gibt da auch später... Später gibt es noch eine Sache, die das Ganze sowieso noch extrem trivial macht. Aber dazu kommen wir dann erst später. Da unten ist eine Fahne. Oh, da ist noch jemand. Guck mal. Mist. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, verdammt. Da schießt einer mit Schusswaffen auf mich. Na, warte, Freundchen. Junge, das lasse ich mir nicht durchgehen. Zack. So, und jetzt kannst du kommen, Freundchen. Hier, nimm den Stich. Oha. Und tschüss. Jawohl, irgendwo hat mich einer gehört, glaube ich. Ja, das habe ich nicht ganz gut aufgestellt. Handvoll Asche. Ja, natürlich in einem ehemaligen Feuerchen, dass da eine Handvoll Asche liegt. Da ist einer.
Den kann ich mir aber vielleicht ja holen. Jawohl, ja. Meine, wenigstens ein bisschen schleichen muss ich ja hinkriegen. Wenn es schon ein Spiel ist, in dem man schleichen kann, dann sollte ich das ja auch durchaus tun. Ich bin ja durchaus bekannt für das Geschleiche. Ja, wie gesagt, dass man teilweise auch so ein bisschen die Items... Ich glaube, es gibt theoretisch... Ich meine, eine Sache will ich noch ganz kurz erwähnen. Es ist nämlich noch eine zweite Sache, die mich theoretisch ein bisschen stört an dem Spiel. Und das ist... Es gibt auch Tutorials theoretisch in dem Spiel, die das Spielgeschehen unterbrechen. Genauso wie das Aufsammeln der Items. Bei den Items und bei den Tutorials... Ich habe mir jetzt wegen der Tutorials eine Mod installiert, weil das teilweise auch in Kämpfen passiert, dass das Tutorial... dass das Tutorial den Kampf kurzzeitig unterbricht, um ein Tutorial zu geben. Und das finde ich ein bisschen nervig. Deswegen habe ich da eine Mod installiert, die das quasi abschaltet. Bei den Items habe ich das jetzt nicht gemacht, weil ich natürlich schon die Items auch vorlesen möchte. Da ist ein Wolf. Tschüss, Wölfchen. Oh, da sind mehr Wölfe. Oh, der eine ist runtergefallen. Die kann man auch parieren. Man kann so gut wie alles parieren. Es gibt ein paar Sachen, die man nicht parieren kann. Oh, der hängt auf dem Baume fest. Sorry, mein... Oh, nein. Okay, das war so nicht geplant. Aber das Tolle ist, im Gegensatz zu Dark Souls, man stirbt nicht automatisch, wenn man... Man stirbt tatsächlich nicht automatisch, wenn man runterfällt irgendwo. Hier ist noch eine weitere Buddha-Statue. Ich raste aber mal gerade noch nicht, weil ich will erst ganz kurz noch was machen. Man stirbt nicht automatisch, man verliert nur einen Teil seiner Lebensenergie. Ich glaube, ziemlich safe, so ungefähr die Hälfte. Bin ich 100% sicher. So, ich will hier oben bloß noch ganz kurz gucken. Da ist ein Huhn noch, nämlich ein Hahn. Den holen wir uns auch mal noch ganz kurz. Auf den muss man aufpassen. Die sind gar nicht so ungefährlich, wie man vielleicht denken würde. Aber was ich eigentlich wollte, war, ich wollte hier unten noch rein, denn da gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar das Wurfsternrad, ein vom mechanischen Genie Dogen gebautes Gerät, wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zu einem funktionsfähigen Prothesenmodul. Es passen überraschend viele Wurfsterne ins handtellergroße Wurfsternrad, da die Ränder zum Stapeln gedacht sind. Ein gutes Beispiel dafür, was durch Kombinieren von Feinmechanik mit dem Talent eines Shinobi entsteht. Sehr gut, das wollte ich mir nämlich noch holen, denn damit können wir unsere erste Shinobi... Hallo? Unsere erste Shinobi-Prothese herstellen. Dafür gehen wir zum Bildhauer zurück. So, genau. Ich möchte einmal zum Maroden-Tempel. Dafür gehen wir zum Bildhauer zurück. Und lassen uns das Ding gleich mal einbauen. Denn das hilft auf jeden... Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jemand, der jetzt in den vielen Dingen oder im eigenen Spielen tatsächlich viele dieser Prothesen nur selten benutzt hat. Ich werde aber versuchen, sie vielleicht im Let's Play ein bisschen mehr zu benutzen. Ich habe etwas gefunden. Ein Shinobi-Modul? Ja. Ich habe dir bereits erzählt, dass deine Prothese ein Fangzahn ist. Und durch den Einbau von passenden Shinobi-Modulen in deinen Arm kannst du die Form dieses Zahns verändern. Feste Schilde? Mach Kleinholz aus ihnen. Flinke Gegner? Erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her. Ich baue das Modul für dich ein. Was soll das denn heißen? Na gut, wir zeigen die Shinobi-Prothese. Da. Bau das Modul ein. Der geladene Wurfstern, den wir dafür bekommen. Ein Wurfsternrad-Prothesenmodul, eingelassen in die Shinobi-Prothese, verbraucht Geistembleme. Mit einer flüssigen Bewegung wird ein Wurfstern geladen und auf ein Ziel abgefeuert. Der Wurfstern schädigt Vitalität und Haltung eines Feindes und fügt besonders springenden Feinden erheblichen Schaden zu. Ja, das ist im Prinzip genau das, was es sagt. Das ist ein Wurfstern. Hast du noch was zum Reden ansonsten? Egal, was ich tue, jeder Buddha, den ich schnitze, ist eine Wiedergeburt des Zorns. Oha. Das ist das Schicksal derjenigen, die eine tiefe karmische Schuld tragen. Du wirst es verstehen, wenn du eines Tages versuchst, selbst einen zu schnitzen. Also, brauchst du etwas? Nun, ich habe nun wirklich nicht vor, einen Buddha zu schnitzen, aber okay. Gut.
Wenn du deinem Fangzahn noch mehr Formen verleihen möchtest, musst du mehr Shinobi-Module finden. Für dich gibt es jetzt kein Zurück mehr. Das Mindeste, was ich für dich tun kann, ist es, deinen Arm zu bestücken. Okay, wir haben jetzt ein Shinobi-Modul, ein Prothesenmodul, den geladenen Wurfstern. Diese Dinger verbrauchen sogenannte Geistembleme. Da bekommen wir eins, die findet man in der Regel dort, wo Tote zu finden sind. Und jetzt können wir halt einen Wurfstern werfen. Zack. Das verbraucht Geistembleme, die bekommt man entweder beim Töten von Gegnern, nicht zwingend von allen Gegnern, aber von den meisten Gegnern. Man kann sie, glaube ich, auch kaufen. Hat Emma noch was zu sagen? Jetzt zu meinem tollen Wurf. Das wird sie nicht interessieren. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Kein Problem. Ich habe auch noch keinen Kürbissamen. Ja, Wiedersehen. Ja, wir können auch tatsächlich welche für Zen kaufen bei den Buddha-Statuen. Die werden aber teurer, je weiter man tatsächlich im Spiel vorankommt. Momentan kosten sie nur 10, aber okay, ich brauche die jetzt erstmal nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht rasten, ich wollte reisen. So, wir wollen natürlich zurück zum Ashina-Umland, zur Umlandmauer, dem Pfad zum Tor. Wir müssen immer noch zur Festung, um Kudo zu retten, unseren Herrn. Keine Ahnung, was sie mit dem überhaupt vorhaben. Aber ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. So, dann sehen wir uns jetzt mal hier auf der Seite oben. Was haben die da denn? Ach, das ist ein... Okay. Ja, das ist eine Art Mörser quasi. Einer der früheren Mörser. Oder ein Katapult einfach, wie man es nennen möchte. Interessant. Oh, guck mal, da unten steht jemand. Und der hat auch tatsächlich 2 Lebensleisten. Und das Tolle ist bei diesen Gegnern, also es gibt, man muss dazu sagen, es gibt Bosse und Minibosse. Das ist ein sogenannter Miniboss. Das sind die Gegner, die keine, oder die einfach so in der Welt rumstehen. Es gibt einen Vor- und einen Nachteil an den Typen. Der Vorteil ist, man kann theoretisch schleichend 1 ihrer Leben abziehen. Der Nachteil, Naomori Kalawada. Der Nachteil, sie befinden sich auch oft in der Richtung oder dort, wo sich andere Gegner befinden. Hier versucht er seine Haltung gerade wieder zu holen. Wir haben auch gerade gesehen, dass er eine interessante Fähigkeit genutzt hat. Nämlich hat versucht, einen sogenannten Swipe, einen Schwungangriff zu machen. Über den muss man tatsächlich drüber springen. Wir finden eine Gebetsperle, eine lose Gebetsperle. An einer Figur des Bildhauers 4 davon dazu bringen, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Aktuell besitzt der Wolf eine Perle. Und ein Kürbissamen. Ein Samen, dem kontinuierlich Heilwasser entspringt. Emma kann hiermit die maximalen Verwendungen der heilenden Kürbisflasche erhöhen. Dogen und seine Schülerin Emma entdeckten die Kräfte des Samens bei der Erforschung der schon lange in Ashina genutzten heilenden Kürbisflasche. Und wir haben auch ein Geistemblem bekommen. Oder mehrere Geistembleme. Wir sind auf einmal bei 15. Krass. So, nochmal Handvoll Asche. Ja, und es gibt nämlich Angriffe, die kann man nicht parieren, beziehungsweise blocken. Nee, man kann sie nur nicht blocken. Einen der Angriffe kann man nämlich sogar theoretisch parieren. Dazu kommen wir mal gleich. Oder können wir ja gleich mal noch kommen. Oh, verdammt, da ist der Hahn wieder. Nicht der Hahn. Dazu kommen wir mal gleich. Es gibt sogenannte unblockbare Angriffe. Die haben wir gerade gesehen. Oh, verdammt, das ist der Hund. Stimmt ja. Die sind ja auch wieder da, die Wölfe. Die haben wir gerade gesehen. Einen davon haben wir gerade gesehen. Die werden immer mit einem roten Gefahren-Kanji gekennzeichnet. Dann sieht man sie tatsächlich. Und es gibt 3 verschiedene. Es gibt einen Griff, den muss man einfach ausweichen. Es gibt... Ah ja, genau, die Trainingsoptionen. Da wird es ja gleich nochmal gezeigt. Da brauche ich das ja gar nicht groß erklären. Dann machen wir das mal ganz kurz. Lassen wir uns von ihm mal ganz kurz die 3 Optionen zeigen. Oh, ihr seid es. Ihr könnt an mir eure Schwertkünste üben, wenn ihr wollt. Das machen wir doch gerne. So, wir können nämlich jetzt bei ihm auch eine Parierkette erstmal. Das ist was anderes dazu. Okay, das hat erstmal nichts mit diesen Kanji-Angriffen zu tun, aber das können wir auch erstmal machen. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Was damit im Prinzip gemeint ist, Gegner können Angriffe haben, bei denen sie mehrere Angriffe nacheinander machen, die man parieren muss. Es kann ein bisschen schwierig werden. In solchen Momenten entwickelt sich Sekiro dann schon fast so ein bisschen zu einem Rhythmus-Game. Ihr habt gesehen, ich habe den dritten immer vergeigt bisher. 1, 2, 3. Den dritten vergeige ich immer. Und wenn man da den richtigen Rhythmus raus hat, kann man die perfekt parieren. Das war ein guter Tag. Und enorm viel Haltung, dem Haltungsschaden dem Gegner zufügen. Das sind meiner Meinung nach die schwierigsten Angriffe der Gegner. So, Vitalität und Haltung, das können wir auch mal ganz kurz zeigen. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Was es damit auf sich hat, bedeutet, dass Gegner
tatsächlich, wie ihr gerade seht, der kriegt seine Haltung wieder zurück relativ schnell. Es gibt Gegner, die können schnell ihre Haltung zurückkriegen. Ah, shit, da bin ich falsch ausgewichen. Die können schnell ihre Haltung zurückkriegen. Und die Haltungsregeneration, das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für die Gegner. Oder das gilt nicht nur für die Gegner, das gilt auch für uns. Die verringert sich, je mehr Schaden die Gegner gekriegt haben. Das heißt, wenn man bewirken will, dass man den Gegner per... Ja, jetzt blockt er auch nur noch. Wenn man bewirken will, dass man den Gegner über die Haltungsanzeige erledigen will, dann sollte man ihm zuvor ein bisschen Schaden zufügen. So, diesmal treffe ich dich aber. Dann erhöht sich... Jetzt müsste er gleich blocken, oder? Genau, jetzt fängt er an zu blocken. Ihr seht, seine Haltung regeneriert sich jetzt nicht mehr so stark. Sie ist jetzt ein bisschen rot gekennzeichnet, auch so ein bisschen orange. Das bedeutet... Oh, er greift doch wieder an. Das bedeutet, ja, die Haltungsregeneration ist verringert. Das gilt aber auch für uns. Also wenn wir wenig Leben haben, dann regeneriert sich unsere Haltung langsam. Es gibt tatsächlich eine interessante Sache noch, die man sagen muss, die ein bisschen anders ist oder die sehr konterintuitiv zu den Leuten ist, die Dark Souls gespielt haben. Denn ich krieg auch so runter, hä? Ja. Die ein bisschen konterintuitiv ist zu den Leuten, die Dark Souls gespielt haben. Das war ein Und zwar die Haltung regeneriert sich schneller, wenn man blockt. Warum ist das konterintuitiv zu denen, die Dark Souls gespielt haben? In Dark Souls hatte man Ausdauer, eine Ausdauerleiste. Und die erholte sich langsamer, wenn man natürlich geblockt hat. Ergibt Sinn, weil man wollte halt, dass der Spieler den Schild runternehmen muss. Hier in dem Fall, wenn man blockt, kann man sich nicht mehr ganz so effektiv bewegen. Deswegen erhöht sich die Haltungsleiste deutlich flotter. Das ist aber etwas, was ich ehrlich gesagt nie so wirklich hingekriegt habe. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nur selten wirklich nutzen können. So, jetzt haben wir Stoßangriffe. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Diese Stoßangriffe sind einer der Kanji-Angriffe. Die kann man nicht blocken, die muss man perfekt parieren, beziehungsweise es gibt später noch eine etwas bessere Alternative, mit denen umzugehen. Die werde ich dann vielleicht gleich zeigen. Ich weiß nicht, wie viel wir tatsächlich schon haben. Ich glaube, es geht noch nicht. So, aber ja, das ist eine von diesen unblockbaren Angriffen. Blocken kann man den nicht. Das war ein guter Kampf. Man muss ihn tatsächlich perfekt parieren. Und ein zweiter dieser Angriffe ist tatsächlich der Rundumangriff. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Den haben wir gerade schon vom General gesehen. Was man bei dem machen muss, ist rüberspringen und dann theoretisch eigentlich nochmal auf den Kopf springen. Das macht eine Menge... Warum klappt denn das? Jetzt klappt's, okay. Das macht eine Menge Schaden, wie ihr seht. Zack. Und tschüss. Und man hat diesen unglaublich cool aussehenden Finisher. Kämpft erneut gegen mich. Aber voll, mein Freund. Man hat diesen unglaublich cool aussehenden Finisher. Zack. Komm nochmal. Mach's doch nochmal, mein Freund. Und tschüss. Aber er erholt sich ja sowieso. Ach, echt nochmal. Man kann tatsächlich, das ist etwas, was ich ganz gerne mache, man kann dem Gegner auf den Kopf springen und dann in der Luft nochmal ein bisschen angreifen, um den entweder ein bisschen Leben abzuziehen oder die Leiste noch weiter tatsächlich zu erhöhen, die Haltungsleiste. So, wir können jetzt noch, genau, den angewandten freien Kampf machen. Die dritte Option wurde uns jetzt gar nicht gezeigt, weil die wahrscheinlich schon beim Ausweichschritt dabei war. Das sind Greifangriffe. Und ja, die kann man weder blocken, noch irgendwas anderes dagegen tun, den muss man einfach ausweichen. Und dann kann man dafür in der Regel, bekommt man aber ein gutes Fenster, um gegen anzugreifen und ein bisschen die Vitalität des Gegners zu verringern. Das Schwierige an diesen drei Dingern ist natürlich... Lasst uns beginnen. Ja. Das Schwierige an diesen drei Dingern ist natürlich, dass... Das war, glaube ich, ein Greifangriff, oder? Nee, es war ja kein Kanji dabei. Das Schwierige ist halt, an dem Kanji zu erkennen... Oder, beziehungsweise das Kanji zeigt einem ja nicht an... Oh shit, das war ein Stich. Stimmt. Das Kanji zeigt einem ja nicht an, welcher der Angriffe kommt. Das heißt, man muss erkennen, aus der Haltung des Gegners kommt ein Griff, ein Stich oder ein Schwungangriff. Manche der Gegner können tatsächlich da mehrere haben, mehrere Möglichkeiten. Ach shit, das ist ein Stich. Oh. Ich will die ganze Zeit die eine Fähigkeit einsetzen, die ich noch nicht habe. Tschüss. Nochmal? Das war Nein, alles klar.
Das war wieder ein guter Kampf. Für einen guten Zweck getötet zu werden, war erfrischend. Aber bitte, geht es etwas langsamer an. Das schmerzt tatsächlich. Okay, sollen wir uns... Wir bedanken uns mal bei ihm, oder? Ich danke euch. Was meint ihr? Ich bin euch sehr dankbar dafür, diesen Schmerz für mein Wohl ertragen zu haben. Ihr müsst mir nicht danken. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber ich bin an den Schmerz gewöhnt. Ich verstehe. Was? Ich bin nur froh, dass mein Fluch jemandem nützt. Vielleicht ist mein Dasein doch nicht sinnlos. Okay, hast du sonst noch was zu sagen? Dieser Tempel. Nee, das ist das gleiche nochmal. Manchmal. Ist klar. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen. Wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet, stehe ich euch zur Verfügung. Dann verabschiede ich mich jetzt. So, und dann bringen wir mal ganz kurz den Kürbissamen noch zur guten Emma. Vielleicht hat sie uns ja dann auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Und dann haben wir aber auf jeden Fall zwei Heilkrüge. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Ja, bitte einen Kürbissamen. Sind das Kürbissamen? Ja. Bringt sie her. Legt die Samen in die Kürbisflasche. Perfekt. Jetzt erhöht sich die Menge des Heilwassers in eurer Kürbisflasche. Dass ich das jetzt ab jetzt theoretisch nicht einfach selbst machen kann, ist ein bisschen unlogisch, weil sie hat mir ja gezeigt, was ich tun muss. Aber okay. Ja, damit haben wir jetzt zwei. Welch seltsame Medizin. Ist es seltsam? Ich verüble es euch nicht. Wenn es effektiv ist, ist es ein Grund zum Feiern. Ob seltsam oder nicht. So hat mein Mentor Dogen es mich gelehrt. Ich verstehe. Bitte bringt mir weitere Kürbissamen, solltet ihr welche finden. Ich müsste die Menge an Heilwasser damit weiter steigern können. Keine Sorge, das tue ich. Ich verstehe die Einzelheiten noch nicht, aber es scheint, als würde euer Körper nicht mehr den Regeln unserer Welt unterliegen. Wie meint ihr das denn? Besucht mich, wenn ihr etwas Beunruhigendes bemerkt. Verstanden. Ja, ich würde auf jeden Fall sofort zu einer Ärztin gehen. Ich verstehe die Einzelheiten okay, noch jetzt gleich nochmal. Ich glaube, es gab auch noch... Wiedersehen. Es gab, glaube ich, auch hier beim Tempel noch eine Option, dass man sich hier irgendwo an die Wand drücken konnte und lauschen konnte. Ich glaube, aber jetzt hilft das tatsächlich noch nicht. Ja, irgendwann kann man hier später tatsächlich noch lauschen. Das wird auch tatsächlich noch wichtig werden. Ich hoffe, dass ich alles hinkriege. Schauen wir mal. Hast du mir noch was zu sagen? Brauchst du etwas? Egal, was ich tue, jeder Buddha, den ich schnitze, das ist das Gleiche nochmal. Du wirst es verstehen. Also. Dann tschüss. Dann ein andermal. Du findest hier jederzeit Zuflucht. Das hoffe ich doch. Gut, damit sind wir besser ausgerüstet. Jetzt mit zwei Kürbisflaschen. Wir haben... Ja, wir haben ein Wurfstern. Wir sind ausgerüstet. Wir haben eine Gebetsperle, die uns momentan noch nicht viel bringt. Dann würde ich beinahe sagen, beim nächsten Mal geht's weiter in Richtung Ashina Festung. Und dann hoffen wir mal, ja, dass wir dort vielleicht auch Kuro retten können. Aber ob wir es bis zur Ashina Festung schaffen und ob wir Kuro da retten, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's... Was? Nein, es... Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin. Ciao.